zur Sternenwende reichen wir uns die Hände. Hier zur Sternenwende reichen wir uns die Hände. Im Kreis der Sternenwende hat das Dunkle nun ein Ende. Sie haben den tiefsten Punkt erreicht, weil sich alles wieder gleicht. Sie haben den tiefsten Punkt erreicht, weil sich alles wieder gleicht. Das Licht in uns nimmt wieder zu, nach diesem dunklen Rendezvous. So lasst uns danken zur lieben Sonne, die uns beschenkt mit ihrer Wonne. Nun jeden Tag ein bisschen mehr trifft ihr Licht zu uns hierher. Ich verneige mich vor dieser Wende, deiner edlen Lebensspende. Vater Sonne über mir, ich bedanke mich bei dir. Du bist Liebe und Wahrheit, erleuchtest mich in Klarheit. Strahlst für alle Wesen gleich, machst mich wahrhaftig und reich. Deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. Oh, deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. So wie in mir, ist es auch in dir. So wie in mir, ist es auch in dir. In meinem Seelendiamant, weit über dem Verstand. Wir sehen uns bald im Zauberland, in meinem Seelendiamant, weit über dem Verstand. Wir sehen uns bald im Zauberland. Ja, das ist frei, lieber. Ja, das ist frei, lieber. Ja, das ist Freiheit, Liebe und Wahrheit. Ja, das ist frei, lieber. Ja, das ist frei, lieber. Ja, das ist Freiheit, Liebe und Wahrheit. Schön, dass ihr da seid und ihr könnt spüren, was Musik macht mit euch, mit euren Zellen. Und ich bin ganz glücklich, dass Christopher dabei ist und will eigentlich auch das nicht mehr alleine machen, weil da steht man nur auf einem Bein und wir stehen lieber auf zwei. Ja, wir sind jetzt in einer großen Veränderung, in einem immensen Wandel. Und normalerweise
naja, habe ich jetzt ganz lang so Vorträge nicht mehr gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich über die Jahrzehnte so alles gesagt. Wo ich gern mit euch schwingen, aber Worte haben mir dann doch oft gefehlt. Und ich habe gemerkt, aber das, was jetzt passiert und was in diesem Jahr jetzt einfach da ist, ja, das ist gut, wenn man das miteinander einfach mal als Information in den Zellen so richtig wieder reinlässt, damit man stabil ist. Und in diese Stabilität, die Menschen zu bringen, in diesem Wandeln, haben Christoph und ich in letzter Zeit jetzt ganz viel aufgebaut, was einfach wirklich als Info von oben oder von unserer Führung kam, wie es jetzt weitergeht oder was wir da zu tun haben. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir zusammengehen, dass jetzt wirklich ein Zusammenfließen kommt von unterschiedlichen Energien und dass wir ja, uns so tief freuen, dass das jetzt endlich geschieht, was man Jahrzehnte immer so gespürt hat, was man ersehnt hat. Aber es kommt in diesem Jahr wirklich auf den Boden. Das war irgendwie auch klar, ne? Weil die letzten, wir kommen ja aus dieser, eigentlich der Welle der Seher. Mhm. Ne? Wo es ja das Alleinsein, so sehr mit dem Sinnen, Rückzug. Ja. Und wir sind seit letztes Jahr in die Welle des, ja, die neue Welle, die neue Neustart, also wo Chiron in den Widder ging. Und es ist ja ganz wichtig, was da jetzt passiert, zu verstehen. Ich möchte euch jetzt einfach nur sagen, dass zum Beispiel heute an diesem Tag eine ganz besondere Energie auch überhaupt für Neuanfang ist. Ja? Es ist, war gestern der Neumond. Und ich habe vorher nicht nachgeschaut im Kalender. Es wird einfach immer der richtige Zeitpunkt festgelegt, ja, ohne dass ich mit meinem Kopf mich da einmischen müsste. Also es ist, wir sind in dieser Neumondenergie. Der Neumond ist drüber, es ist ein Neumond im Wassermann. Das ist die Freundschaft, die Gemeinschaft und das ist der Blick, der Hinweis auf die Visionen für die Zukunft. Und heute ist auch ein besonderer Tag, also wie Silvester kann man sagen, für die Mayas, aber auch in China, es ist ein richtiges Neustartfeld. Also das ist jetzt einfach mal dieser Tag. Und das ganze Jahr ist aber eine Samenlegung für eine Zeit, die jetzt die nächsten 36 Jahre uns trägt. Es ist bestimmt durch diese Konjunktion, die begonnen hat am 12.01., die nach 500 Jahren haben sich zum ersten Mal wieder Saturn und Pluto in Steinbock getroffen. Eine Konjunktion bedeutet Neustart. Und bei diesem Neustart in Steinbock, das ist wirklich eine Verdichtung, die man auf die Art und Weise ja noch nie hatten. Also eine Verdichtung von Energie. Wir können sehen, dass wir jetzt die letzten Jahre ganz, ganz viele Schichten gelöst haben von unserem tiefsten uralten Schmerz. Das ist der Schmerz der Getrenntheit auf der Erde. In diesem Jahr heilt der Schmerz der Trennung. Könnt ihr euch dieses Ausmaß vorstellen, was da in uns passiert und wie sich unsere Zellen auf diese Kraft, die jetzt in uns freigeschaltet wird, wie die sich ausrichten? Könnt ihr spüren, was da passiert? Ja? Das ist weitreichend, das ist etwas, wo wir einfach schon jahrelang eigentlich hingefiebert haben, wo unsere Zellen und alle Atome in uns gespürt haben, ja, da passiert was, aber es war immer was dazwischen gestanden. Nämlich unsere alten karmischen Muster, unsere Emotionen, unsere Ängste, unser Urschmerz, unsere Urwunde. Und da sind wir immer wieder einen Schritt weiter gegangen und wieder zurückgefallen. Und dieses Hin und Her kennen wir ja zur Genüge. Aber es war immer wieder so, dass unser
Man könnte es misstrauen dem Leben, dem Sein, dem Ganzen, dem Göttlichen gegenüber, eigentlich immer wieder gesiegt hat. Es war immer wieder dieser Anteil da, der gesagt hat, ja, vielleicht stimmt das alles doch nicht. Es wird dann außen doch immer schlimmer. Da ist so eine Gegenkraft da, das schaffen wir nicht. Ihr werdet in diesem Jahr merken, dass ihr wieder vertraut auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und dies ist die Heimkehr wieder in diesen göttlichen Strom, wo wir uns wieder dafür öffnen, dass wir zum ersten Mal seit langem wirklich 100% einverstanden sind mit unserem Weg auf der Erde. Das ist ein Jahr der Samenlegung. Und wir können nur Samen in die Erde bringen, wenn wir daran vertrauen, dass irgendwann die Samen aufgehen. Und jetzt ist die Zeit dafür, dass ihr wirklich was umsetzt, dass ihr herausfindet oder einfach auch euch ausrichtet auf das, was euch ausmacht. Das bringt ganz stark diese Saturn-Pluto-Konjunktion, die das ganze Jahr über immer mitschwingt und uns vor allem daran erinnert, was ist das Wesentliche, wozu du hier bist. Worum geht es dir wirklich? Das ist wie so eine Nadel, die dich immer wieder sticht, wenn du vom Weg abkommst. Das ist aber immer wieder ein Tritt in den Hintern, den du bekommst, wenn du das Gefühl hast, naja, vielleicht ist das heute doch noch machbar und ich kann es mitnehmen. Materie wird sich extrem verändern. Das heißt, wir kriegen einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Bezug auf Materie. Also uns ging es die letzten Tage so besonders heute, aber eigentlich schon die ganze letzte Zeit so, dass wir das Gefühl haben, Materie ist uns zu viel. Ja? Also da zu viel Dinge, zu viel Information, es fällt uns ständig was runter, man stolpert. Materie sagt dann, ah, hier bin ich, tu was für mich. Ja? Oder gib mich weg. In den Kabeln habe ich keine Knoten, ich habe Urknoten. Also das ist eine ganz, ganz starke Kraft, die aufsteht, wo es vor allem darum geht, wer bist du in Bezug zu dem, was dich umgibt? Was hast du in deinem Umfeld, was du vielleicht überhaupt nicht brauchst? Was hat sich überlebt? Was stört dich nur? Was willst du überhaupt nicht pflegen? Ja? Was kann weg? Was ist das Wesentliche, was bleibt? Ihr könnt euch vorstellen, dass jetzt nach diesen 500 Jahren, wo wir immer wieder beschäftigt waren, jetzt nach und nach Materie aufzubauen, bauen wir jetzt Materie wieder ab. Wir entlassen Materie aus unserem Blickfeld, weil wir jetzt da angekommen sind, wo wir wissen, dass es um was anderes geht. Und das, was in uns ist, bekommt Raum, unsere Seelenessenz bekommt Kraft, ja? Und das spürt man an vielen, vielen Einflüssen in dem Jahr. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, was da geschieht auf einer ganz anderen Ebene, die keine ganz andere Ebene ist, sondern was das ist, was unser Leben ist und was auch in dem Jahr passieren wird. Das Spirituelle, das Göttliche, ich kann es nicht in Worten fassen, ich mag weder das Wort spirituell, auch göttlich nicht wirklich, aber die geistige Energie greift immer mehr in unser Alltagsleben ein, da gibt es jetzt dann nicht mehr die Trennung. Eben genau die Trennung endet. Die Trennung von hier ist Materie, da oben ist das Geistige. Hier bemühe ich mich als kleines Menschlein, um vom Göttlichen was zu erhaschen. Oder wenn, dann brauche ich einen Guru oder einen Priester, irgendeinen Mittler, weil da komme ich nicht hin. All dieses endet jetzt. Und es ist wirklich ein Schnittpunkt, wo wir alle aufwachen und merken, also das Spiel ist ausgespielt. Und dann geht es um deine Verantwortung. Es geht darum, bist du bereit, alles zu dir zurückzunehmen, genau diese Energie zu dir zurückzuziehen
und für dich zu sagen, ich bin es, ich bin es und ich bin zuständig für all das, was um mich ist. Und ich bin diejenige, die das wandeln kann, die das verändert, die in alles eingreift, weil ich verbunden bin. Genau das geschieht jetzt. Und da werden wir in diesem Jahr überrascht sein, was da passiert, ja? Was uns passiert. Also wir können immer wieder nur staunen, weil das ist auf allen Ebenen ein Wunder. Wir geben irgendwas ins Feld rein, wir sagen, wir bräuchten das und das. Ja, es kommt. Und es war lange, als ob uns viel, viel vorenthalten worden wäre. Ja? Wir haben gesehnt, wir haben manipuliert, hätte ich fast gesagt, manifestiert und trotzdem kam es nicht. Und bei vielen war dann so ein Gefühl, ja, ihr da oben, was ist mit euch? Ja? Warum werden nicht unterstützt? Warum passiert da nichts? Und genau das wird sich ändern. Genau das wird jetzt sich richtig auf die Erde manifestieren, was ihr möchtet. Und so schnell, dass ihr gar nicht schauen könnt, dass ihr nicht mitkommt. Ja? Die unterstützen uns jetzt das ganze Jahr. Die sind Pluto und Saturn, also Pluto ist sowieso das ganze Jahr in Steinbock, ja? Aber Saturn geht mal in Wassermann, das wollte ich später auch noch sagen, aber das ist so wie maßgeblich für den Start, für die Energie. Das ist eine Energie, die 36 Jahre wirkt, ja? Das ist ein absolutes Aufräumen. Und vor allem nicht nur in dir, sondern in allen Systemen. Da geht es vor allem auch um Politik, da geht es um alle hierarchischen Systeme. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass genau am 9., also um diese Zeit rum, ja, da Harry und Meghan ausgestiegen sind aus dem alten System. Und es ist sehr maßgeblich, das ist nichts Persönliches, sondern das ist einfach wie so ein Ausdruck einer größeren Ordnung, die nun entstehen wird. Und da ist eine Freiheit drin. Da sagt ein Teil, na, ich unterstütze das Alte nicht, ich lebe meine Freiheit. Ja, dann schaut das Alte ein bisschen alt aus, kann man sagen, ja, und ein bisschen festgefahren. Und dadurch kommt aber Bewegung rein. Und da geht es nicht um Schuldzuweisung oder ob das gut oder schlecht ist, sondern das ist einfach das, was jetzt passiert. Und es wird nicht nur geschehen in diese höheren Kreise, sondern es wird passieren in allen Ebenen, in den Firmen, im politischen System. Es wird in dem Jahr ganz viel fallen, neu eingesetzt. Ein Ding ist ja, dass einfach das wirklich wie eine Welle aussieht. Also wir forschen ja jetzt ganz viel, wie diese Energien auf uns treffen. Und wir alle können bestätigen, hey, es wirkt. Sie machen das verdammt gut. Ja, ja? Und das ist wirklich eine Welle. Also wenn du schwimmst und es kommt eine Welle, dann kommt ja erst so eine richtig steile Wand auf dich zu und nach hinten flacht sie ab. Und das Gleiche ist mit den kosmischen Energien. Die kommen genauso reingeschwappt. Deshalb 7 Jahre werden wir jetzt im Krieger sein, in dieser kollektiven Aufgabe des Mutes, des Vorangehens, des Aufbruchs. Und das merkt man überall. Ja, endlich gehen die Menschen wieder auf die Straße. Also so, mal so gesehen. Ja, und sagen Stopp oder so. Ich habe mich schon gewundert, warum nicht mehr. Ne? Das war sehr lang, sehr zurückgehalten. Und ich habe immer gesagt, wart mal, bis der Uranus in Stier ist und Chiron in Widder. Dann gehen die Demonstrationen los. Und genau so war es. Ja? Ich habe gesagt, da steht die Jugend auf. Das ist einfach im Feld. Braucht es seit Zeit, bis das wirklich einsinkt. Und mit Uranus in Stier geht es natürlich um die Erde. Uranus ist Befreiung, ist Revolution, ist Neuschöpfung. Eine Neuschöpfung der Erde steht an. Das heißt, wirklich wird für die Natur, für die ganzen eine Technik, wo die Natur unterstützt wird, in den nächsten Jahren, also Uranus bleibt ja 7, 8 Jahre drin, ganz, ganz viel geschehen. Etwas, was die Erde heilt, wird geschehen. Jetzt ist Chiron in Widder und das bedeutet erstmal, wir kämpfen dafür, also wir tun alles dafür. Wobei
wirklich, also für die Menschen, die in sich auch noch der Wahrheit streben, geht es nicht mehr darum, im Außen zu kämpfen. Also das ist ganz klar. Es ist, ich denke, für die Leute, die hier sind, ist es nicht unsere Aufgabe mehr. Ja? Das wird genau so geregelt, wenn du das Gefühl hast, bist sehr berührt und du hast die Kraft, dann gehst dafür. Aber also für uns zum Beispiel ist das überhaupt nicht mehr der Weg, sondern man kann beobachten, man kann zuschauen, was geschieht, aber man greift nicht mehr in das Geschehen ein. Man weiß sowieso, es wird gut. Was noch dazu kommt, ist, zu dieser Saturn-Pluto-Geschichte ist der Jupiter. Und das macht eine ganz große, wie soll man sagen, Hoffnung, das Wort mag ich nicht, aber ein großes Vertrauen, dass letztlich alles wirklich gut ausgeht. Und das ist, was ich euch als Wichtigstes mit auf den Weg gebe. Wenn man das so anschaut, wie sich das in dem Jahr entwickelt. Es wird viel passieren. Es kann wirklich teilweise heftig sein. Aber es geht wirklich, wirklich gut aus. Also alle kosmischen Einflüsse deuten darauf hin. Jupiter bleibt das ganze Jahr im Steinbock. Das heißt, es ist immer, immer wieder ein ganz tiefes Gefühl in uns, dass das gut ist, dass wir uns dadurch erweitern, dass wir die alten karmischen Muster, die Ängste jetzt endlich mal loslassen, hinter uns lassen und wieder zutiefst vertrauen. Man kann nur sagen, wirklich die Getrenntheit heilt. Ja. Und wenn du im Vertrauen bist, dann bist du auch nicht mehr so empfänglich für die ganze Manipulation. Ja, das ist ja das, mein Gott, was sind wir in einem Framing gerade? Es ist die Hochzeit des Framings, das heißt, wo wirklich eine virtuelle Realität hier auf der Erde erschaffen worden ist. Ein System mit all dem, wir haben das schon lange, aber jetzt ist es wirklich sowas von perfide. Und wenn du in dem Vertrauen bist, dann erreicht dich das nicht mehr. Ja? Dass alles Mögliche mit Angst funktioniert und hier musst du noch eine Versicherung und das musst du und ja und was weiß ich, sterb eh bald. Und es ist interessant, es ist, man kann immer sehen, wer früh Nachrichten schaut oder Fernsehen, der ist ganz anders gepolt. Also mir geht es so, wenn ich so Facebook schaue oder so, ich habe sowieso ganz tolle Timeline, wirklich wunderbare Menschen. Manchmal schießt sowas ein und dann merke ich, oh, das macht was in mir. Da kommt wieder die alte Angst hoch. Ich bin sofort draußen. Gell? Ich entscheide mich sofort. Und das ist auch ganz, ganz enorm wichtig für euch. Ihr könnt euch in jedem Moment für eine Schwingung entscheiden. Und wir spüren die so klar wie nie. Es geht da echt um Klarheit. Ihr dürft euch entscheiden. Da will ich nicht. Das macht mir eine Freude, das öffnet mein Herz, das macht mich weit, das macht mich eng. Und wenn du den Weg gehst und wirklich sagst, ah, ich spüre, aha, da dockt wieder eine Angst an, was macht das mit mir? Dann kannst du sagen, okay, muss ich dem nachgehen oder entscheide mich wirklich für den Weg, für mich, für meine Freude? Weil für sich entscheiden ist immer ein Weg der Freude. Ich denke, ihr kennt das alle, wenn ihr alleine seid, eine Zeit lang und tiefer, tiefer geht, was da eigentlich für eine große, große Kraft kommt, wie viel Freude da hochsteigt. Und das ist deine wahre Natur. Und nur das wird unterstützt. Ihr kriegt auch keine Unterstützung mehr aus der geistigen Welt, wenn ihr andere Wege geht. Das wird richtig ganz schnell recht düster. Ja, unangenehm. Die andere Seite spürt es. Also das genau. Ist, was weiß ich, Größen wie Amazon oder Facebook oder sonst was, die wissen, dass ihre Zeit gezählt ist. Die werden nicht mehr lang da sein. Das wissen die ganz klar, weil es kann nicht mehr funktionieren. Ja. Genau. Und deshalb, was merkt ihr? Die Werbeeinschaltungen werden erhöht bis zum Get-No. Die holen einfach noch raus. Selbst in Facebook so viel Werbung, YouTube, sonst was, überall. Ja, man kann kaum noch, macht auch keinen Spaß mehr. Ich mache dann eh mal aus, wenn Werbung kommt. Das stimmt, genau.
Also das ist dieses Feld, was sehr, sehr beackert wird und wo man wirklich hochachtsam sein darf. Also das ist, was Pluto, Saturn uns auch sehr lehren, ganz achtsam zu sein auf das, was wirklich abläuft. Ja, und eine andere Geschichte möchte ich euch noch erzählen, und zwar am Montag, gell, kommt Lilith in den Widder. Und ihr kennt, ich schätze, die meisten von euch wissen, was Lilith ist, oder? Lilith ist die Urfrau, die vor Eva völlig frei war und gleichgestellt mit dem Mann. Und jetzt, wo Lilith in den Widder geht, passiert eine ganz, ganz tiefe Wandlung unserer urweiblichen Energie und Kraft. Man kann wirklich sagen, Lilith steht auf, steht da, zeigt sich, wird auch in diesem Jahr sich mit Chiron verbinden, also geht in den Widder. Und mein Gefühl war so, Chiron ging ja erstmal vor im Widder. Ja? Das heißt, er hat uns den Mut gegeben, diesen Urschmerz nochmal ganz zu fühlen, ja? Und uns zu trauen, ja, wieder aktiv darauf zuzugehen, was wir im Innersten sind. Das ist, was Chiron macht. Und jetzt ist er wieder zurückgegangen und die Lilith kommt rein. Und ja, ich habe so das Bild gekriegt, er holt die Lilith ab. Wir haben auch mit Werner Neuner letztes Mal viel geredet drüber, ja. Haben auch vor, da ein Buch zu schreiben über Chiron und Lilith. Dieses Chiron hat oft eine sehr männliche Energie auch, also eine Energie, die vorwärts geht, aber auch, und die einfach, sagen wir mal, so klare Wege geht, ja. Lilith ist eine Energie, die genau der Gegenpart ist. Das ist das ein bisschen chaotische, freie, weibliche Sein, das so wenig in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft passt und wo Männer immer noch ein bisschen Angst davor haben, ja, und dadurch immer noch versuchen, das irgendwie zu kontrollieren und ein bisschen einzufügen, ja. Genau diese Kraft wird nicht mehr zu kontrollieren sein. Und es gilt nicht nur für die Frauen, es gilt auch für die Männer. Das heißt, auch die Männer haben ja diesen Anteil und werden mit dem konfrontiert, werden den hochholen. Und es wird in diesem Jahr eine ganz, ganz große Aussöhnung geschehen. Also wirklich eine Gleichwertigkeit. Aber es kann erst einmal wirklich hochkochen bei vielen. Weißt, wo die Männer immer noch sagen, das packe ich nicht, ja? Ich kann nicht mit dir, weil du so und so bist. Ja? Und, oder selber das Gefühl haben, boah, jetzt wäre ich so ein bisschen verrückt oder was ist in mir los, was steigt da alles hoch. Ja? Es ist eine Energie, die nicht mehr zu halten sein wird. Lilith ist losgelassen. Lilith, das kriege ich von der geistigen Welt, ist entfesselt. Und im Winter entwickelt die eine große, große Kraft. Das heißt, Lilith kommt ins Handeln. Lilith wird aktiv, Lilith zeigt sich. Also sie startet völlig neu und sie hat einen Chiron dabei. Also damit wird unser Urschmerz auch der vernachlässigten, unterdrückten Weiblichkeit geheilt. Ja? Chiron, Heilung mit Lilith zusammen ist ein Paar, das uns dieses Jahr wirklich ganz, ganz viel Erkenntnis beschert, wo wir alle im gleichen Boot sitzen. Und dass es nicht darum geht, gegeneinander zu kämpfen und dass nicht du als Frau das Opfersein gepachtet hast, indem du mit dem Finger auf den Mann zeigst, was er dir alles angetan hat, sondern wir erinnern uns, wie oft wir die Männer waren, die wirklich brutal gegenüber den Weiblichen waren. Und so geht es ganz stark in erster Linie darum, was in dir da noch schwelt. Lilith zeigt auch die Energien, die wir aus dem Leben noch haben, wo wir im Matriarchat waren, wo wir einfach unsere weibliche Kraft wirklich gelebt haben. Und die Erinnerungen haben Frauen und Männer.
Und es ist ein ganz, ganz tiefes Sehnen in uns, dass wir wieder in diese Kraft kommen. Und je mehr Lilith in Widder geht, werden diese Erinnerungen aktiv. Die Erinnerungen in unseren Zellen an ein freies Leben, frei gelebte Weiblichkeit, frei gelebte wilde Sexualität. Es hat ganz viel mit einem ganz natürlichen Fluss zu tun. Und rauszugehen aus all der Moral, den Normen, den Einschränkungen, ist zu wagen wieder, ja, als Frau, die in uns ist, ja, das wieder freizulassen, was da ist. Und es hat, ja. Ja, freigelebte Winde. Ja, die Frauen dürfen wieder furzen. Ja, die Lilith hast auch die Minzbraut. Ja, ja, das ist ein Teil von Lilith. Ja. Jeder, der das befreit und sich das traut, der ist befreit. Die Männer haben dabei die Aufgabe, dass sie die Lilith in sich selber befreien und nicht nach außen geben. Ja? Nicht die Frau dafür verantwortlich machen oder einfach das, was Weiblichkeit ist, der Frau überlassen, sondern es in sich selber spüren. Ja? Genau, also das ist eine starke Kraft, wo wir einfach auch nichts dagegen tun können. Die wirkt einfach. Und die hat begonnen ja mit dem ganzen MeToo und alles, mit dem ganzen Aufdecken der Missbräuche. Ja? Nach und nach kommt da immer mehr ans Licht und dieses ans Licht kommen wird noch ein bisschen zunehmen. Also es verdichtet sich deswegen auch sehr. Aber es wird im Endeffekt so sein, dass die Lilith stärker ist als all das, was ihr gelernt habt, was ihr euch verbietet, wo einfach eine Angst ist, immer noch vor Gewalt des Männlichen, wo immer wieder auch hochkommt, ja, wenn ich das mache, was hat es für Konsequenzen? Und das mal, wenn das mal frei ist, wenn diese Angst weg ist, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Und Lilith, und es ist ganz wichtig in dem Jahr, Lilith und Chiron bekommen eine ganz, ganz machtvolle Unterstützung, nämlich geht Mars im Juni in den Widder. Und was außergewöhnlich ist, Mars bleibt bis zum Ende des Jahres, also bis Januar 2021 im Widder. Das heißt, wir haben eine immense Energie und Kraft. Lasst euch nicht einreden, dass da wirklich so viel Kampf oder was weiß ich passiert. Manche Astrologen vermitteln das noch. Das ist nicht mehr das, worum es geht. Aber es steht eine Kraft auf, die man wirklich aushalten darf. Ja? Und mit der man in Bewegung kommt. Letztendlich geht es um nichts anderes in dem Jahr als um Lebendigkeit und um Bewegung. Bei den Beziehungen, sag ich mal, wird es sein, dass also Seelenduale mehr zusammenfinden? Ja. Ist das Zeit dafür? Ja, absolut. Es ist eigentlich jetzt erst richtig Zeit. Es ist jetzt erst richtig Zeit. Es war lange Vorbereitung und es war genau dieses Sehnen, was immer wieder die Frau, also das Weibliche, in eine Opferwarteposition brachte, die das Weibliche sehr geschwächt hat. Und wenn das Weibliche die Kraft wiederfindet und sagt, ich stehe da, weil Lilith ist ein Ganzes, ja? Lilith braucht nicht einen Adam, ja? Sondern steht da für sich. Und die ganzen Gesetze, die werden einfach absurd. Das merken die Menschen. Was vorher ganz normal war, wo man gesagt hat, naja, ist halt Gesetz, da kommt jetzt das Ding, das kann doch gar nicht sein. Ja? Und wer macht denn sowas? Und, so, ja. Ja, und deshalb sind wir ja auch wie in eine Zeit gekommen, wo die Gesetze enger und enger werden. Ja? Im Patriarchat, immer mehr, genau. Vorschriften, alles, also wie unser Staat funktioniert, das ist der Hammer. Das wird immer mehr nach oben geschraubt, um noch irgendwie die Macht zu halten. Genau. Und was man auch gesehen hat, was mir heute so kam, was ich eigentlich überhaupt nicht realisiert habe, es ist ein Urkonflikt da zwischen Eva und Lilith.
Also das heißt, ja, ich weiß, Eva, ich hätte Lilith heißen können, aber hat es mir nicht gegeben. Es ist dieser Urkonflikt in uns allen und auch in den Männern, ja, dieses Eva, die sich anpasst, die dient, die sich aufgibt, die auch dem Herrschaftssystem, der Hierarchie dient, sich unterordnet, einfügt. Und dann ist da die Lilith, die macht, was sie will, die Freiheit möchte, ja, die selbstbestimmt ist, die sich nicht einfügt, die einfach alles tut, um das Alte zu sprengen. Und dann ist mir heute gekommen, gell, dass ja zum Beispiel mit der Kate und mit der Megan genau das passiert. Genau das anzeigt. Und natürlich deuten alle mit dem Finger auf die Megan und sagen, die gute Kate, ja. Aber ich bin mir sicher, ja, dass dahinter noch ganz was anderes abläuft. Weil wenn so eine Lilith kommt, kommt so eine Eva, die sich ziemlich aufgegeben hat, um da gut zu funktionieren, nicht wirklich ganz mit liebevollen Armen dastehen. Also da ist schon sehr viel, aber es zeigt das Ganze an. Und das Interessante ist, immer wenn sowas passiert, was passiert da bei den Menschen? Das hat ja so viel ausgelöst, da sind ja so viele, die das interessiert und die damit mitschwingen. So wie damals, wo zu einer Zeit, wo ganz viel in Fische war damals, wo Mitgefühl ausgelöst wurde, wo Diana starb, ja, wo eigentlich das völlig irrational ist, irgend so eine, na bitte, also, ja, das könnte jeder sein, aber sie war jetzt nicht so großartig, ja, aber sie hat eine Welle ausgelöst und da geht einfach nur jemand her, geht aus dem Persönlichen im Grunde raus, macht halt sein Ding, aber löst bei ganz viel was aus, weil sie buchstäblich für eine Energie stehen, die da freigeschaltet wird. Genauso wie der Trump dafür steht. Ja? Das ist eine Energie, die da ist, die im Feld ist. Und ist total bewusst. Also was ich von Diana kenne, ist ihr das so bewusst. Also sie ist schon selber auf einem sehr hohen Stand von Bewusstsein gewesen, dass ihr das alles sehr bewusst war, was da passiert und was auch mit ihr passiert. Also auch, dass sie geht. Ja. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass all das, was im Außen geschieht, etwas ist, was in uns geschieht. Und wenn man das wirklich sehen kann, wenn man das zusammenbringt, wie innen so außen, wie oben so unten, das ist genau das, was Astrologie ist. Ja? Du siehst, was hier passiert in deinem Leben. Du siehst alles, was geschieht in deinem Alltag. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Anteil von dir, den du zu integrieren hast. Und so wie im großen Ganzen. So wie im ganzen Universum. Wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit, das sehr klar darzustellen, was hier mit den Energien passiert. Also es ist ja wie ein Malkasten, wo wir die 12 Energien haben und jetzt hört mal, dann geht was in Widder, dann kommt eine Energie dazu und das hebt das Level. Jetzt sind wir ja schon im Widder von der Energie, das heißt, dann kommen immer wieder wie so kleine Tsunami, ja, wo wirklich so ein Schwapp drüber kommt. Und das Tolle ist, man kann es sehen. Es ist schon geschrieben in das große Buch. All diese Tsunamis, all diese Peaks, die Spitzen der Energien, wie die kommen. Und was wir zu lernen haben, ist einfach Ja zu sagen dazu. Ja? Wir sind gewohnt zu funktionieren und dann zu sagen, nee, geht gar nicht und ich muss aber jetzt weiter und ich muss funktionieren, weil man es uns so eingeredet hat. Das ist ein No-Go in Wirklichkeit, weil es geht immer auf Akku. Und das heißt, Akku, wenn Akku leer ist, dann macht Körper schlapp. Ja? Mhm. Und das merken dann alle. Also du kommst so schnell an deine Grenzen, wenn du noch die alten Strukturen fahren willst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass einfach der Körper momentan so schnell reagiert, dass er sofort sagt, hey, das stimmt nicht. Und überleg dir mal, ihr hättet eine Uhr, wo nicht die Zeit draufsteht, sondern wo man vor- und zurück scrollen kann und man kann sehen, welche Energie gerade ist. Ist das der Hammer? Man kann genau sehen, aha, morgen, übermorgen, also das, was Astrologie macht, nur auf eine einfachere Art. Weil ich bin kein Astrologe, überhaupt nicht.
Ich sehe das wie eine Mechanik. Ich bin Mechaniker. Und ich habe den Kosmos als riesen Supermechanik verstanden. Und das hat mir den Zugang gegeben. Gar nicht die Astrologie, das Ganze, sondern wirklich einfach zu sehen, aha, Planet ist wie ein Magnet, hat eine Energiestrahl auf die Erde, ja, und das macht was mit uns. Und wenn man das jetzt anschaut, aha, das sind diese 12 Energien, die strahlen und plötzlich verdichtet sich's, haben wir ganz viel Krieger, plötzlich haben wir viel Lehrer und ja. Genau, ja. Cool, ja. Mit so einem Modell, wie du dran rumschraubst im Kosmos. Wie so ein Uhrwerk, oder? Ist ja, 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 so. Ja, es ist die Himmelsmechanik. Das ist ganz, ganz toll. Ich bin immer absolut erstaunt, weil ich mache ja schon seit 40 Jahren Astrologie. Und dann so, wie jemand einsteigt mit einem ganz anderen Blick drauf und einfach auf das Gleiche kommt. Das ist absolut toll. Ja. Jetzt haben wir noch eine Meisterin dazu, die Nicole. Datenbank-Spezialistin und wir programmieren gerade eine Datenbank, die hat es in sich. Also da ist, da wirst du alles miteinander verbinden können. Ja. Ja. Und eben vor allem genau sehen, welche Energiespitzen für dich wann kommen. Also dass du wirklich mal eine Übersicht kriegst, auch eine Übersicht über das ganze Leben. Wir haben jetzt angefangen in den 50er Jahreskreis. Also wenn du 50 Jahre bist, von Chiron, dann hast du einmal sämtliche Frequenzen durchlebt. Und das ist etwas ganz Uraltes, das man ganz oft im Schamanismus, in der Heilung, du erst ab 50 praktizieren kannst. Gibt es in vielen Kulturen, ja, unter anderem in Tuva, Mongolei und so. Da dürfen die Schamanen erst ab 50 arbeiten, weil sie erst dann das ganze Lebensrad einmal durchlebt haben. Du bist, hast alle Energien abgekriegt. Mhm. Ja? Und das kannst du jetzt aber auch nachvollziehen. Du kannst jetzt genau sehen, welche Welle wann in deinem Leben war in den 50 Jahren. Und dann geh mal rein in deinen Kalender und guck, was da war. Der Hammer. Ja? Hätten wir das mal vorher gewusst. Naja, es ist ja, jeder von uns hat quasi ein wie so ein Energiebarometer. Also das sind 12 Balken. Und du kannst jetzt genau sehen, welcher Balken wann hochgeht. Das heißt, was das Universum gerade fragt. Wann sage ich das wo? Wenn der Christopher das richtig hat, ist auch, das war mal toll. Aber das ist meine Vision, die Mechanik grafisch darzustellen. Das habe ich ja jetzt auch schon mit den ganzen Sachen gemacht. Ich versuche immer, ich sage, ich essenziere. Also etwas, die Essenz daraus machen. Immer alles auf, ja, den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Das ist so meine Arbeit da mit Salimutra, dass ich dann Grafiken mache und dann überlege, ah, wie kann man das darstellen? Und überleg dir mal, du hast eine Uhr, da kannst du wie ein Kalender vor- und zurückscrollen und du siehst immer genau, welche Energien für dich gerade sind. Was das, der Kosmos, die Existenz dich abfragt. Das ist echt cool. Das heißt, du kannst einen Termin ausmachen, oh, ich schau mal, oh nee, geht gar nicht. Da kann ich gar nicht. Nee, da liege ich zu Hause im Bett. Ja, sowas zu wissen. Im Endeffekt ist es ja immer so, ja? Gerade wenn man jetzt die Voraussagen hört und dann, ah, ja genau, es kommt ja immer so. Genau. Also gilt das dann für alle gleichermaßen, diese Energien? Oder nee, das ist ganz speziell für dich. Es gibt kollektive Wellen, also ja, es gibt etwas, was aufs kollektive Feld wirkt, aber das wird nochmal gewandelt durch deine Einflüsse. Ja, wenn du in der Kriegerwelle bist und kriegst noch einen Krieger obendrauf, weil es bei dir in den Sternen ist, dann hast du einen Krieger-Tsunami, die anderen nicht. Die anderen sind mutig und du flippst aus. Das heißt, vielleicht. Ich kann dann quasi in die Datenbank meinen Geburtsort, Zeit, was weiß ich, alles eingeben. Ja, das, also wir haben das schon, also das kann man schon bestellen, also jetzt nicht mit als Uhr, sondern bei der Nicole kann man das bestellen. Ja, ja. Und da geht es dann weiter, was weiß ich, mein Gott, Filme, ich liebe Filme. Das ganze Leben ist ein Film, mein Leben ist ein Film. Und es gibt Filme, so viele Filme, die so exakt den Weg von einer Essenz, von der Wunde zur Essenz beschreiben.
Und das ist doch das, was uns dann auch mitnimmt, wo dann das Herz aufgeht und wir am Weinen sind und so, weil es berührt. Ja? Immer dann, was weiß ich, wenn einer hier ein Meister im Chaos, im totalen geht nichts und irgendwann kommt dann der Staat und wow! Und ja, er macht sein Ding auf der Erde. Ja? Und jetzt, jede Essenz hat so Filme. Und die kommen auch in die Datenbank. Das heißt, wenn ihr einen Film seht und sagt, boah, das ist einer für die Liebesseele, sagt es uns, wir machen ihn in die Datenbank rein. Und wenn du Unterstützung brauchst für eine bestimmte Frequenz, nur die Datenbank, und dann kommen die Filme schon raus, die du dir anschauen kannst, die in dem Fall dann gut tun, ja? Weil sie dich unterstützen. Genau. Mit Musik, mit Texten, ja. Genau. Ja, und das haben wir momentan auch sehr am Erweitern von unserem Netzwerk. Und das ist eine ganz, ganz große Freude. Ja, das ist lange ein bisschen so, ja. Und wir haben jetzt halt so das Gefühl, jetzt ist es Zeit. Ja, jetzt ist es einfach Zeit, dass sich die Menschen treffen. Und auf einmal ist da so, so viel Bewegung drin und so viel Miteinander. Ja, und Christopher macht wirklich immens viel selber. Das ist ein Netzwerk wie Facebook. Nur, dass es wirklich nur für Leute offen ist, die über unseren Filter gehen, wo wir genau wissen, die kennen uns, die wissen von Salimutra, worum es geht, dass es um die Seelenessenz geht. Da gibt es keine Kampfschriften für irgendwas oder sowas. Ja? Keine Werbung, nichts. Da treffen wir uns einfach miteinander. Und es ist genau das Neue, das in dem Jahr entsteht. Und da ist auch so, dass man sehen kann, in dem Jahr geht immer wieder, also Saturn geht Ende März zum Beispiel in Wassermann und möchte wirklich die Gruppen in eine Form bringen, sodass wir uns aufstellen, hinstellen und miteinander gehen. Saturn geht nochmal zurück dann, wird aber dann, und das ist das Wichtigste an dem Jahr, ja, eine Konjunktion machen Ende Dezember mit dem Jupiter zusammen im Wassermann. Das bedeutet, dass dann wirklich der Neustart ist für unsere Zukunft miteinander, für ein ganz starkes Feld, das wir kreieren. Also man kann wirklich sagen, dann das Neue siegt. Bis dahin ist immer wieder eine ganz große Herausforderung, dass das Alte einfach nochmal hochploppt, dass es einfach Zeit ist, um das loszulassen und wo viel Reibung entsteht. Aber letztendlich geschieht genau diese Neuschöpfung Ende des Jahres, wo dann alles aufmacht und wo wir wissen, wozu es gut war. Das ist, und gerade Gemeinschaften miteinander, darum haben wir auch die Seelenbegleitung gemacht, wo wir gesagt haben, in diesem Jahr ist es wirklich immens wichtig, dass Menschen stabil bleiben. Wir haben so oft erfahren, dass Menschen ein Stück weit gehen und dann ist ein Vertrauen, da ist eine Offenheit da. Aber nach kurzer Zeit merken sie wieder, das Umfeld ist ganz anders oder man kriegt wieder eine Herausforderung und die Energie, die Schwingung geht wieder runter. Man erinnert sich nicht mehr, wer man ist und worum es hier geht. Und dieser Moment, dieses Gefühl, ja, das aufzufangen und dann weiterzugehen, wieder zu wissen, ja, wir gehen gemeinsam, das wird in dem Jahr für viele eine ganz große Stabilität bringen. Gell? Ja, das Netzwerk ist so wichtig, weil es ist einfach in den sozialen Medien, Facebook, sonst was, es wird unheimlich reglementiert. Also es ist da auch eine Horde an Trollen unterwegs, die jede freie Meinung sofort runtermachen und ins Lächerliche ziehen und sonst was. Und ganz viele sind da, ja, denen ist damit sehr schlecht gegangen. Und das war meine Idee, hey, ich programmiere so ein Facebook selber. Und das habe ich dann angefangen, dann war es aber noch nicht so, dass irgendwann kommt dann die Zeit. Ich wusste, irgendwann kommt's. Und jetzt ist es da, jetzt bin ich am Fertigprogrammieren, aber es ist schon toll. Also wir haben jetzt schon über 200 Leute so. 300 ja. Ist schon, gut. Und das ist so aufgebaut, dass jeder sein Profil anlegt, also ja. Und dann kannst du
in Gruppen reingehen, du kannst dich befreunden mit Leuten, das Gleiche, ja. Es geht aber dann weiter, dass wir das schon so vorbereitet haben, dass ihr da drin auch nicht nur lernen könnt, sondern auch lehren könnt. Also es ist ein Netzwerk, wo jeder eine Gruppe aufmachen kann, in der er lehrt, in der er Inhalte reinstellt, ja. Genau, das kann auch kostenpflichtig sein, man kann Energieaustausch damit ausmachen, ja. Das ist alles möglich. Also ihr könnt es anbieten. Ja. Wir verdienen nichts dabei. Nee, genau. Ja, wir verdienen jetzt mit unserer Arbeit eine Begleitung zu machen. Und die haben wir auch in diesem Netzwerk drin. Das heißt, da sind verschiedene Gruppen aufgeschaltet. Eva hat zwei Gruppen, eine für Astrologie, eine für Medialität. Ich habe eine Stimmgruppe, das gehört alles zur Begleitung dazu. Und wir haben eine Gruppe, wo es wirklich um die Begleitung geht. Das heißt wöchentlich Upgrades in diesen Energien. Was kommt nächste Woche? Ja, und so immer wieder vorausschauen. Im Moment machen wir eigentlich fast jedes Mal ein Video, wo wir so, ja, genau. Gestern haben wir auch wieder ein Video gepostet für die Woche. Ja, und das andere ist, man kann es auch einfach nur als Download haben, direkt bei uns auf der Seite Seelenbegleitung.net. Ja, das heißt, da ist dann nicht so der Soziale, dieses Miteinander, sondern da sage ich, ich will einfach nur diese Infos haben, geht auch. Ja, im Moment haben wir es, glaube ich, 50-50. Die Hälfte sind machen Download, die Hälfte macht Netzwerk. Ja? Ich check's nämlich voll nicht und ich bin zu doof, weil ich bin mehr so analog als so digital. Und wenn man dann mal nicht so live dabei sein kann, dann kann man das trotzdem später anschauen. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Es wird alles, also auch so unsere Veranstaltungen, das wird für ein Jahr lang, habt ihr die kompletten Durchsagen von Eva. Das sind auch immer Wochentexte, also nicht nur diese Monatsvorausschau, sondern es kommen jetzt Wochenvorausschauen, oft mit Video und immer auch neuen Modulen, dass wir gleich auch Werkzeuge mitgeben können, ja. Und so, oder ich gebe schöne Lieder dazu und so weiter. Ja. Ja, uns ist ganz wichtig, wir wollen nichts zurückhalten, weil es geht echt in erster Linie darum, das zu verteilen, ja. Was an Information da ist. Und es war wirklich so, plötzlich war so ein Schub von hinten, weg aus der geistigen Welt. Und ich hätte mir das noch vor Monaten nicht vorstellen können. Ich hätte mir gedacht, nee, wo überhaupt nichts mehr. Und was so, einfach voll Rückzug. Und auf einmal war das da und es war eine Kraft und es war eine Freude. Und wir haben wirklich rund um die Uhr dafür gearbeitet. Wir brennen dafür. Da ist unser ganz Feuer, da ist unsere Liebe drin. Und das haben wir auch sehr ehrlich, klar, heiter, ja. Und gehen aus all dem raus, was ihr für Vorstellungen habt, was irgendein spiritueller Lehrer ist. Also wir wollen das gerne sprengen, gell? Die Videos sind lustig. Ja. Und drin in dem Ganzen ist auch das Zoom. Also Zoom ist eine Videoplattform, wo ich jetzt mit bis zu 100 Menschen online sein kann. Also mir wirklich auch dann, jetzt machen wir nicht mit 100, also so viel wollen wir gar nicht, aber so um die 60 Leute haben wir jetzt im Moment, wo dann jeder als kleines Bild, also so wie wir jetzt hier sind, wo wir eure Gesichter sehen können, haben wir dann jeden als kleines Bild, der eine mit dem Handy im Park, der andere, also ist total verrückt, ihr könnt mit dem Handy dabei sein, Tablet, Computer, was ihr wollt, und wir können uns einfach einmal im Monat wirklich so ein Event nur online machen. Am Anfang konnte ich es mir auch nicht vorstellen, so, ich dachte, oh, ein bisschen mit Menschen, aber es ist cool. Also wenn ich überlege, man muss so weit fahren zu manchen Veranstaltungen, ja, und jetzt verbinden wir uns da und es kann trotzdem Austausch sein, Fragen, und man kann andere Dozenten mit einladen, ja. Richtig cool. Ja. Ja, das ist, was wir jetzt gerade tun, gell, und wir haben auch unser Buch jetzt fertig. Unser Ruf der Liebe, das ist zwar noch nicht ganz da, aber wir haben hier zum Anschauen, was hier. Weil eigentlich wollte ich eine Buchvorstellung machen, aber die Bücher sind noch nicht da. Wir haben nur ein bisschen welche bekommen, damit du es anschauen könntest. Wir haben so viele Vorbestellungen, das ist halt, wir haben eine Vorbestellung, das wird einfach, nimmt kein Ende. Ja. Aber jetzt, ich glaube, 2 Wochen oder so maximal, ja, müssen wir. Buche, ja, sowas. Ja, genau. Also wer es schon bestellt hat, ihr kriegt es wirklich. Gell? Ja. Weil sie es haben viel gesagt, was ist denn damit? Kriege ich es vielleicht nicht mehr?
Und auch das Buch hat schon einen eigenen Download-Bereich bei uns. Also das ist auch das, wo es weitergeht, dass das Buch quasi die Spitze des Eisbergs ist. Denn wir haben ja das Buch schon splitten müssen. Eigentlich wäre es ungefähr so dick geworden. Und dann haben wir gesagt, so dick. Noch dicker, also so dick. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen es splitten. Und das ist jetzt nur ein Teil von dem Buch im Grunde. Aber was jetzt kommt unter dem Buch, geht das dann weiter. Eben im Netzwerk, dass wir eine Gruppe über das Buch machen und einfach auch mehr Informationen dann. Ja. Und auch zusammen in die Forschung gehen. Weil das geht nicht, also das ist jetzt nicht unseres, ja, sondern das ist ein gemeinsames, was da passiert. Und jeder, der spürt, geht mit in die Forschung rein. Und das ist nicht, dass wir die Leute fragen, dass sie was für uns tun oder so, sondern das funktioniert nur, wenn du selber den Auftrag dazu hast. Wenn du spürst, ja, das ist es, genauso wie bei uns. Ne? Genau. Da überlegen wir nicht mehr. Also es heißt in diesem Jahr, komm aus deiner Deckung raus. Ja. Also wirklich, ja. Setz was um. Schau, dass du das, was, wofür du brennst, dass du das wirklich in die Welt setzt. Und es heißt nicht unbedingt im Außen Erfolg haben. Ja? Das ist jetzt einfach nur uns, also ihr müsst nicht das so machen, sondern es kann ganz was Einfaches sein, aber es kann das sein, was deine Seelenessenz, was dein innerstes Sein einfach wieder lebendig sein lässt. Und so geht es eigentlich wirklich jetzt darum, dass du aus all dem rausgehst, wo du funktionierst, wo du dich anpasst, wo du für andere einen Teil deiner Lebendigkeit aufgibst, damit du nicht schwingst, ja? Sondern dass du es wagst, dass du einen Mut hast, dich zu zeigen, einen Mut, das, was du bist, auszudrücken im Außen. Und es war lang nicht wirklich möglich. Also mir ging es genauso. Also ich habe so oft mich so blockiert gefühlt. Denke mir, es geht nicht, ich kann nicht in Kontakt sein mit Menschen, ich kann nicht mal reden. Ich hatte letztes Jahr ganz lang Kehlkopfentzündung, wo einfach gar nichts ging. Also da hätte ich niemals, ich habe mir gedacht, ich stehe nie mehr irgendwie vor euch. Ja, das war für mich abgeschlossen. Aber dann merkt ihr, der Körper arbeitet, zeigt dir was. Nein, jetzt ist nicht Zeit. Aber dann geht es wieder auf. Dann geht es wieder weiter und zu sehen, dass in dem Jahr einfach ihr eurer eigenen inneren Wahrheit nicht mehr aus dem Weg gehen könnt. Da kann ganz viel im Außen einfach auch nimmer stimmen. Da können eure Arbeit, Beziehungen gehen. Und ihr werdet diesmal nicht in dieser alten Angst agieren und da weiter bleiben, sondern wirklich so eine Entscheidung treffen für euer Sein, für das, was ihr seid. Ein großes Phänomen an Salimutra ist eben diese Verbindung. Also dass plötzlich, also was ich so tief gespürt habe, was wir da machen, ist etwas, was die Trennung aufheben wird. Plötzlich kommen alle Spiris zusammen. Ja? Ja, ist ja so. Es war doch lange immer nur Kampf und das ist besser und das ist. Und mit Salimutra kann das absolut ändern. Es kommen immer mehr Menschen, die das verstanden haben und das, was sie gelernt haben, ihren Auftrag auf der Erde, es ist nur ein kleines bisschen die Frequenz anders. Eben das, was Salimutra macht. Ja? Und plötzlich funktioniert es. Die fangen an mit Aufstellen zum Beispiel. Ja? Also, wo nicht mehr irgendwie Familienaufstellen gemacht wird, sondern wo Essenzen aufgestellt werden. Es kommen viele Therapeuten zu uns und sagen, sie arbeiten mit nach unserem Buch Seelenessenz und Urwunde. Mhm. Und es ist, und sie sagen alle, das hat bis jetzt war das immer, es hat nicht so richtig was angedockt. Aber in dem Moment, wo die Urwunde und die Essenz aufgestellt haben, ist bei den Menschen wirklich total aufgegangen. Und dieses Aufgehen, dieses Ja, das ist es, darum geht es in meinem Leben. Das ist das, was jetzt halt einfach viel mehr noch diese Kraft kriegen kann. Und jeder in seinem, der eine macht Aufstellung, andere macht Mandalas, ja, oder jeder in seinem, jeder kann ja damit arbeiten, aber es geht um den Kern, es geht um das, worum es wirklich geht. Auf der einen Seite dich selbst verstehen, aber auch die anderen eben verstehen, dass jeder Kunde, der zu dir kommt, etwas ganz anderes braucht, in Wahrheit.
ja, wo wir eigentlich gelernt haben, dass alles so ein Niveau hat. Aber dieses wirklich Spezifische, was dieses Essenzwissen uns an Wissen über uns selber gibt, aber auch über den anderen. Und plötzlich kann man das, was dich vorher genervt hat, kannst du verstehen und kannst du annehmen, weil du weißt, ja, die Eva ist ein Erinnerer. Die schraubt jetzt nicht einfach einen Computer auseinander und wieder zusammen. Nee. Ja, das macht der Meister. Und dafür kann sie eben andere Sachen, die der Meister nicht kann. Und plötzlich kommen diese Links zusammen, wie wir zusammen funktionieren. Ja. Ja, und ein tiefes Verstehen. Und je tiefer man den anderen versteht, umso mehr gehen die ganzen Urteile, die ganzen Bewertungen. Du kannst viel mehr lassen, zulassen, loslassen. Und es ist eine göttliche Entspanntheit, die dann geschieht. Es ist eine Entspanntheit, eine Glückseligkeit auch mit dem Leben. Also wenn du erkennst, was dahinter ist, warum du da bist und was eigentlich Leben ist, dann kannst du nur noch staunen über dieses Wunder, über dieses Geschenk, dass du hier bist, weil du wolltest es. Du hast dich entschieden. Du wolltest unbedingt mit allem dabei sein. Jeder, der hier ist, mit allem. Und ich will jetzt hier dabei sein und ich will diesen Körper. Und mein ganzes Umfeld unterstützt mich genauso, weil ich es jetzt so brauche. Dieses Einverstandensein geschieht jetzt auch sehr, weil die Erde ruft uns. Es war eine große Vergessenheit, wie eine Selbstvergessenheit in unseren Seelen, wo die Erde auch diese Verbindung nicht mehr herstellen konnte zu uns. Und dieser Ruf von der Erde zu uns, in unsere ureigene Energie rein, uns wieder zu spüren, wieder Ja zu sagen zum Hiersein auf der Erde. Das passiert jetzt. Die Erde ruft dich. Die Erde ruft, sag Ja zum Hiersein. Sei ganz hier. Und das ist all das, was er ist, was Meister, Lehrer lehren. Es geht um das Jetzt. Nur wenn du jetzt mit allem Ja sagst zum Hiersein, ganz zu diesem Moment Ja sagst, kannst du überhaupt erst dieses Tor öffnen, das dich wieder verbindet. In diesem Jetzt ist immer Verbindung. Nur wenn du mit deinem Verstand in der Vergangenheit bist, in der Zukunft, wenn du überall bist, wenn du nicht da bist, dann wird das Leben anstrengend. Dann, ja, dann ist die Freude weg, dann ist ein ständiges Gefühl von Unerfülltsein, von Mangel. Und wir wollen alle aus dem Mangel raus, weil wir wissen mittlerweile, was Freude ist. Wir wissen, was unsere Essenz ist. Das habt ihr alle schon mal gespürt. Und da wollen wir hin, ja? Und da gibt es kein Hin, das ist nicht irgendwo, das ist nicht da oben, das ist nicht da in der Zukunft, das ist genau jetzt. Das ist ein ganz, ganz tiefes Ausatmen, Dasein, Ja sagen. Und dann kann sich dieser Raum ausbreiten, der deine Essenz ist und der du in Wahrheit bist. Du kannst es Liebe nennen, du kannst es Gott nennen, Prana, Tao. Und es ist immer im Jetzt. Es ist jetzt da, jetzt. Auf jeden Fall ist ein ganz großer Wandel, dass dieses Spirituelle, was wir ausgesourced haben, was wir nach draußen getan haben, ja, dass das jetzt zu uns zurückkommt. Genau. Das heißt, diese großen Götter, die wir hier in unserem Spiel auf der Erde da oben manifestiert haben, das sind spirituelle Intelligenzen, ja, egal was wir da manifestiert haben, es entsteht nur aus unserer Aufmerksamkeit. Es gibt kein Licht, also so Wesen in dem, was wir hier von aufgestiegenen Meistern bis sonst was nicht aus unserer Energie entsteht. Würden keiner auf der Erde dran denken, wäre weder der Gott hier noch der Teufel. Ja? Es ist etwas, und das ist etwas, was zurückkommt. Dieses Wissen und auch diese Kraft, die dahinter steckt. Denn letztlich, genau das ist es, denn letztlich
integrieren wir jetzt wieder alles, was wir im Laufe unserer vielen Leben auf der Erde nach außen gegeben haben. Wir ziehen es zu uns zurück und sind wieder ganz, ja? Sind wieder mit allem verbunden, sind wieder in der Einheit. Genau. Und das ist natürlich ganz früh erkannt worden, dass wir diesen Glauben der Menschen manipulieren können. Und wir haben manipuliert. Mit riesen Framings. Ja? Eines der größten Framings, also Framing meint wirklich auch Lügen. Ganz viel Lügen, ganz viel, was einfach nicht stimmt. Wo einfach ein Kreis von Menschen da was von hatten, sowas zu tun. Und eines der größten Framings war diese ganze Hexenverfolgung. Das war ein Riesenschritt. Das war das erste Mal, wo so richtig weltweit ein Framing gefruchtet hat. Das ist, boah, ja, deftig, ja, ganz deftig. Und das sind auch alles Sachen, was jetzt die Lilith angeht. Die sich daraus, weil, wer war auf dem Scheiterhaufen? Ja? Eva oder Lilith? Beide wahrscheinlich. Ja, aber immer diese Freifrauen, die sich das rausgenommen haben, die sind natürlich so als erstes abgeschossen worden. Und es ist eingebrannt in jeden von uns, ja, dass eine Frau das nicht darf. Sonst, aua. Und was eben da jetzt auch dazu kommt in dem Jahr, es ist ja so für den Winter, die Winterenergie ist ehrlich, kompromisslos, die ist völlig natürlich. Also es wird euch immer wieder passieren, dass ihr ja all die Masken, all das, was man so von Frauen verlangt, dass das einfach nimmer geht, nimmer passt, dass man sich unwohl damit fühlt. Dass man auch so das Gefühl hat, boah, ich möchte die sein, die ich bin. Ich will mich nicht verkleiden, nicht verstecken, ich will raus. Ja? Und die Winterenergie hat auch ganz was, ja, Authentisches. Das heißt auch, dass wir uns alle auch uns so zeigen, wie wir sind. Dass auch diese Mauern fallen, dass man nicht mehr diese Angst hat, ja, wenn man so ein bisschen was von sich zeigt, was kommt dann zurück, sondern wir werden irgendwie impulsgesteuerter, spontaner, ja. Wir lassen uns an nichts mehr gefallen, weder die Frauen noch die Männer. Ja, das wird irgendwie sehr, sehr eindeutig, sehr klar, ja, heiter auch, gell? Aber halt auch, es kann schon deftig werden. Es kann schon sein, dass man sagt, hey, ja, es passiert jetzt auch schon viel, weißt, wo man so sieht, auch die Geschichten, wo die Frauen umgebracht werden und alles, wo auf vielen, vielen Ebenen jetzt auch eine Befreiung stattfindet. Und bin gespannt, was auch im Islam passiert, was einfach passiert mit den verschleierten Frauen, mit all dem, mit dieser Energie. Ihr könnt euch vorstellen, es ist ja weltweit, das hat Auswirkungen auf alles. Ja? Wir sind an einem anderen Punkt, aber die Frauen ziehen da auch nach. Ja, schauen, was passiert. Ich glaube, dass ganz, ganz gut wird, dass ganz viel Freiheit passiert. Ja. Und was ist mit den Männern, die noch anders denken? Ja, die sind auch in jetzt dieser... Nicht dir lieb, sondern... Ja, ja, darum geht es ja. Die Frauen gehen voraus. Ja. Die Frauen gehen jetzt voraus. Die Frauen leben die freie Energie. Ja. Und die Männer müssen damit umgehen lernen. Und Frauen sagen jetzt, friss oder stirb. Ja? Musst du bei mir sein? Ja. Ja. Nein. Geht es mir gut damit? Ja, das ist ein irres Phänomen. Also die... jetzt habe ich einen Faden verloren. Faden. Fädchen. Langes Fädchen. Munteres Mädchen. Nix. Nee, ich wollte sagen, aber ich muss es immer so schwer reinkommen. Ja. So ist das halt. Immer die guten Ideen. So geht's mir auch. Verflüchtig. Das beste Beispiel, die Männer müssen sich neu finden. Ja, genau. Ich weiß
weiß gar nicht, du, diese Rolle, also ich, zwischenzeitlich war ich überhaupt kein Mann mehr. Ich habe mich selbst geheiratet. Das war was ganz Wichtiges für mich. Ich habe eine Zeit lang null Bock mehr auf Frauen gehabt. Das war jetzt überhaupt die ganz lange, jetzt eine lange, längere Zeit war für mich so, nee, geht auch gar nicht. Also ich kann als Mann gar nicht mehr in normalen Kontakt mit einer Frau gehen, weil ich gar nicht weiß, bin ich jetzt ein Mann, bin ich Frau? Ich fühle mich oft viel mehr als Frau, als Eva jetzt zum Beispiel. Oder als andere Frau. Ich fühle mich mehr als Mann. Und darum gleicht sich's gut aus. Ja, also von daher stimmt das alles schon gar nicht. Ich glaube, also das irgendwie hast du recht mit Neufinden. Ja, es ist wirklich, und von daher diese alte Männerrolle, die funktioniert nicht mehr. Vorne und hinten nicht. Die also Frauenrolle ist weg. Ja. Und dann ist vielleicht gut, echt mal eine Zeit lang ganz ohne. Und ich habe es so verstanden, dass, guck mal, ich bin ja nicht alleine. Ich will ja gar nicht mehr wissen, wer ich bin. Ich will endlich mal wissen, wie viele. Und da komme ich nach und nach dazu, wie viele ich bin. Das hängt damit zusammen, wie viel Leben habe ich hier auf der Erde? Wie oft war ich Frau? Wie oft war ich Mann? Oder, ja? Und darum geht es. Und dieses Bewusstsein, das hebelt ja alles aus, was jetzt hier Frau oder Mann ist. Ja? Ganz genau. Und dann kommt dieses Ding, dass du siehst, was jetzt passiert, mit uns passiert ist, ist eine Hochzeit mit uns selber. Und zwar ist das hohe Selbst, was mit dir verschmelzen will. Das ist das, was dir diese Sicht auf alle Leben ermöglicht. Wo du plötzlich immer wieder in kleinen Sachen plötzlich die Bilder siehst aus früheren Leben, was dir diese Emotionen jetzt gerade schenkt, wo dir jemand einen Knopf drückt. Oder irgendwas aus mir selber raus in die Richtung passiert. Ja. Ja. Und das ist quasi dieser kleinste Kreis. Nicht eine Partnerschaft, nicht die Familie ist der kleinste Kreis. Der kleinste Kreis bist du. Der kleinste Kreis ist in der Radix, dieser weiße Fleck, wo keine Einflüsse, kosmischen Einflüsse drüber gehen. Das ist die Essenz. Und erst wenn du die Hochzeit mit diesem Teil von dir geschafft hast, hast du überhaupt eine Chance, hier mit einer Frau, mit jemand anderem wirklich was zu machen. Denn sonst kann die Frau dir nur spiegeln, wie scheiße du dich selbst findest. Ja. Also, das stimmt, man muss dann jedes Mal aus. Also, zu ja. Genau. Und es ist ja umgedreht wahrscheinlich ähnlich. Natürlich. Genau so, weil wir da uns sehr spiegeln. Genau. Ja. Und es ist vor allem so, dass also Partnerschaft in dem, was da kodiert ist, wie man, ja, wo sofort das Kleingedruckte auftaucht, das darfst du das nicht und so muss es aussehen, das ist für uns einfach schon lang gesprengt. Es geht um die Liebe. Wir finden die Liebe. Wir finden die Liebe. Und das ist jenseits der Rollen. Gell? Also und dadurch entsteht eine Einheit, dadurch entsteht was ganz was Neues. Und wir sind auf dem Weg, diese Freiheit, dieses Neue zu finden, ja? Oder einfach das über alles zu halten, über das, was die Gesellschaft sich vorstellt. Was für mich total irre, auch zu erkennen, was der freie Wille wirklich auf der Erde ist. Was der freie Wille hier auf der Erde ist, ja? Dass es wirklich diese höchste Direktive ist und dementsprechend das, was weiß ich, weil früher als Meister, Pädagoge und sonst was, ja, ey, klar manipulierst du Menschen, willst du Menschen zu dir rüberbringen, deine Lehre und sagen, hier, ich hab's gefressen und mach das so, wie ich das glaube, ja. Auch das funktioniert nicht mehr. Denn jeder hat hier das Recht, noch sein Spielchen genau auf die Weise zu Ende zu spielen, wie er das will. Weil der freie Wille herrscht. Aber ich muss nicht mitspielen. Das ist das Geile. Und deshalb werden diese Männer, und das war eigentlich der Punkt, ja, die anders denken, die werden immer weniger Aufmerksamkeit kriegen. Das ist es. Das, wo jetzt ihr noch seht, was weiß ich, so coole Typen wie diese ganzen Macht, Trump, sonst was, ja, die werden keine Aufmerksamkeit mehr kriegen. Und das passiert jetzt gerade. Überall laufen denen die Leute weg. Und zwar in einem Ausmaß, dass sie tricksen müssen.
Und dieses Tricksen funktioniert dann nicht mehr, weil es ja, entlarvt wird. Ja. Weil die Wahrheit ganz stark in unser Leben kommt, ja, und wir die Wahrheit dann immer weghalten können. Ja, und so haben wir auch in dem Buch einfach über Liebe geschrieben. Nicht über Partnerschaft oder Paare, sondern über die Liebe, die dahinter ist. Und wir sind seit Jahren eigentlich alle aufgerufen, alles zu entfernen, was die Liebe behindert. Das heißt, genau diese Formen, was wir glauben, was Liebe ist, loszulassen und zu schauen, was ist denn dahinter und was passiert bei mir, wenn der andere so und so ist. Wie weit kann ich denn überhaupt freilassen? Wie viel Angst habe ich noch da? Wann kann ich mich öffnen? Wann nicht? Wann kann ich Nähe zulassen? Wann brauche ich Distanz? Wir haben ganz viel das eigentlich nicht mehr wirklich gespürt. Und wenn du in so einem Kontakt, Beziehung bist, ja, dann ist es so, dass es eine Heilung ist miteinander. Es ist eine Heilungsbeziehung in erster Linie. Weil was jede immer, Beziehung im Grunde. Ja, jede Beziehung, aber du musst es zulassen, ja, zulassen, dass da einfach das geschehen darf und aus der alten Form raustreten. Naja, es ist ja beides heilsam. Auch in der alten Form zu bleiben, ja, ist heilsam, weil in dem Moment, wo du in der alten Form bist, schenkt dir das Feld, also dein Partner unter anderem, genau das Alte, was du eigentlich nicht willst. Und wer sich freier Wille entscheidet, nicht aufzumachen oder Ja zu sagen oder sonst was, der entscheidet sich einfach nochmal das Thema tiefer zu bearbeiten. Und da ist nichts Schlimmes dran. Überhaupt nicht. Das ist ganz, deshalb mussten wir, was weiß ich, verrückteste Partnerschaften durchleben, weil das ist, wovon wir jetzt, ja, jetzt wissen wir, worum es geht. Ja? Und was wir nicht wollen. Ja. Also, und wo wir sehr achtsam sind, dass wir da nicht mehr reinfallen, ja? Wo wir genau wissen, boah, das kenne ich, ja? Die Reaktion kenne ich nicht, nicht mit mir, ja? Also so ist es ganz wichtig. Ist es dann nicht weg? Ich habe mir gedacht, das war halt dann, wenn man es einmal jetzt noch durchlebt hat, das ist das, was wir immer meinen. Ein für alle Mal erkannt, weg. Nee, das stimmt nicht. Du wirst immer wieder nachgefragt. Ja. Das ist ja, das liegt ja an dem Energieradl, dass das immer wieder abgefragt wird. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Aber die Reaktion ist anders. Im Alten bist du so, dass du die Emotionen wirklich dann gelebt hast. Das heißt, du hast Emotion und Strategie verbunden und bist dann losgerattert, was halt jetzt gerade anstand für dich. Ja? Und das funktioniert nicht mehr. Du plötzlich, es ist genau dieser Punkt, also wir haben das auch ganz oft, noch diese Abfragen, aber es passiert nichts mehr. Das ist ein Kurz und dann lachen wir beide einfach nur drüber. Weil wir es in dem Moment schon erkannt haben. Also dieses Erkennen kommt immer schneller. Und es wird immer leichter. Und es wird immer lustiger. Also lustig, dass du es bei dir entdeckst, wo noch ein Wündchen am Wurschteln ist und beim anderen genauso. Und dass man es in dem Moment einfach offen ausspricht und drüber lacht. Ja, und einfach, hey, ist so. Und das ist das, was sich wirklich verändert. Irgendwann sind die Emotionen weg. Diese wirklich tiefen Emotionen. Das war anfangs ganz schlimm. Also wir sind durch ganz, ganz tiefe, tiefe Täler gegangen. Ja. Und es ist jetzt so, dass wir zwar unglaublich gut sind im Knöpfchen drücken, also ich habe noch nie jemand getroffen, der das so zielsicher kann, ja. Und du hoffentlich auch nicht. Ja. Wir sind unheimlich gut darin. Und trotzdem ist so ein Grundverständnis, es geht um Humor, es geht um mich selber. Und ich merke, okay, ich habe keine Emotionen damit, aber grüß doch mal. Und denk mal, nicht meine Baustelle, gell? Lass ihn, wird schon wieder kommen. Und umgekehrt ist es aber auch so, gell? Dass ich merke, oh, das trifft mich und dort hat er jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Und dieses Zurückkehren zu sich ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und in diesem Sinne haben wir noch was ganz Neues. Wir haben jetzt endlich die 13. Essenz gefunden. Früher, wir sind immer gefragt worden, gibt es denn keine 13.?
Ne? Und früher habe ich immer so, ja, das ist die Arschkarte. Ne? Aber das war es nicht, das ist nicht die Arschkarte. Ne, ne. Die 13. Essenz in hier in unserem System, also das Wichtige ist, wo wir jetzt gerade dran forschen, ist quasi das Essenzsystem der neuen Zeit. Also wirklich der fünften Dimension, da wo es ja auch existiert, sonst hätten wir es ja nicht da. Ja? Und jetzt, wie ich es gesehen habe, als die 13. Essenz, das ist nämlich in unserem System der freie Wille. Das ist genau diese Tür zwischen, ich stelle mir das vor, wie verschiedene Ebenen, wo immer abgefragt wird. Und es ist wirklich so, du kannst bewusstseinstechnisch immer wieder Step eine Ebene hochgehen, du kannst aber auch eine runtergehen, du kannst als dritte Möglichkeit auch rausgehen. Das ist eine Karma-Tür. Und wir haben lange überlegt, weil man sie sieht in der Astrologie, die Karma-Tore, die jeder von uns hat, so um die 5 Stück oder so, auf jeden Fall sicher in einem Leben, wo wirklich ein Tor ist und du wirst auf höchster Ebene gefragt, willst du bleiben? Das wirst du immer wieder gefragt. Willst du bleiben? Ja? Genauso wie du gefragt wirst, willst du jetzt einen Bewusstseinsschritt weitergehen oder willst du nachsitzen? Altes System nachsitzen. Altes System. Karma-Tor, das heißt, ich würde die Erde verlassen. Ja. Ja. Das sind also, da siehst du auch wirklich astrologisch, dass es auf Messerschneide steht und das steht aber immer mit diesen tiefen Entscheidungen zusammen. Deshalb nach großen Unfällen, nach Krankheiten, nach Scheidung, nach irgendwas, ja, kommt oft ein riesen Bewusstseinssprung für denjenigen. Ja? Und das ist dann diese Entscheidung. Also du kannst entweder sagen, okay, ich habe es echt verstanden, ich tu's, dann geht es automatisch weiter, also du fließt mit dem Universum. Du kannst sagen, geht gar nicht, ich will hier mein Ding machen. Dann gehst du einfach nochmal richtig tief in das Thema rein. Oder du sagst, nee, ich mache einen Neustart. Ich brauche einen neuen Raumanzug ich, und so. Ne? Neu mischen. Mensch, ärgere dich nicht. Genau. Das gibt's ja noch. Chatterling.